Ja, herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich einmal den Weg nachzeichnen, der vom altehrwürdigen Kontrapunkt von dieser Disziplin zu dem führt, was wir heutzutage unter Harmonielehre verstehen. Kontrapunkt ist etwas, was sich üblicherweise zunächst mal in der Zweistimmigkeit abspielt. So geht man dort vor, so lernt man das. In der Renaissance aber ist so etwas wie die Vierstimmigkeit oder sogar noch mehr Stimmigkeit, Fünfstimmigkeit, Sechsstimmigkeit die Norm. Also ganz dünnstimmige Sätze, zweistimmige sind etwas Besonderes. Dreistimmige findet man gelegentlich als Effekt, Reduzierung der Stimmenzahl. Typisch ist die Vierstimmigkeit, die Fünfstimmigkeit vielleicht auch bei Palestrina, auch die Sechsstimmigkeit. Ja, also relativ überschaubare Sätze. Vierstimmige Sätze, das ist so etwas wie die Basis. So, und wenn wir jetzt aber vierstimmige Sätze haben, haben wir keinen bloßen Intervallsatz. Wir haben es nicht nur mit einem Intervall wie hier in den Außenstimmen die Oktave oder der Quinte hier im Alt zu tun oder dem Einklang. Wir haben mehrere gleichzeitig klingende Intervalle und zwar maximal drei unterschiedliche Töne. Hier sind es zwei Tonqualitäten. Im zweiten Klang sind es eigentlich schon drei. Und genau das geht auch. Mehr als drei verschiedene Töne wird nicht funktionieren. Egal, was ich jetzt noch dazu spiele, sei es ein C, ein H, ein Fis, keine Ahnung, das ergibt Dissonanzen. Drei verschiedene Töne sind das Maximum dessen, was konsonant, jedenfalls nach Auffassung der traditionellen Harmonik, funktionieren kann. In der Missa Dulce Memoire von Lasso, die sehen wir hier, nach einer damals bekannten Chanson, haben wir es nach einem anfänglichen, perfekten Ausgangsklang immer mit drei verschiedenen Tönen zu tun. Mit drei Klängen würden wir heute sagen. Und da liegt es doch nahe zu sagen, wenn das der Kern des Ganzen ist, überall entstehen Dreiklangsbildungen, Grundton, Quinte, Terz oder eigentlich kann man auch sagen terzgeschichtete Klänge, entweder mit großer Terz oder mit kleiner Terz unten und dann jeweils der anderen Terz oben. Gleich große Terzen gehen nicht. Hilfe, das tut weh. Ja, dann haben wir das, was wir heute den Blue- und Moll-Dreiklang nennen. Und jemand hat Mitte des 16. Jahrhunderts diese Idee gehabt, zu sagen, wenn das in der Praxis so ist, dann sollte das auch die Basis unseres Denkens sein. Zarlino erfand den Dreiklangsbegriff 1558 in einem Traktat, spricht er erstmals von der Trias Harmonica Perfecta, dem Dur-Dreiklang oder eben auch dem Moll-Dreiklang 1558 in seiner Istituzioni Harmonicae, Le Istituzioni Harmonicae. Das ist dieses Traktat. Der Dreiklang gerät ins Bewusstsein der damaligen Zeit. Als Phänomen ist er längst da. Das hat einen großen Vorteil. Man kann hier diese Tonkonstellationen, es ist kein reiner Intervallsatz mehr, wir haben mehr als zwei Stimmen, man kann sie mit einer neuen Entität sozusagen versehen, mit dem Dreiklang. Wir können alles beschreiben, hier ein D-Moll-Akkord würden wir heute sagen, nach dem unteren Ton der Terzschichtung. Oder ein B-Dur-Akkord nach dem unteren Ton dieser Terzschichtung. Ein F-Dur-Akkord und so weiter und so weiter. Das war auch aus einem ganz anderen Grund praxisnah, denn es stellte sich etwa zur Jahrhundertwende um 1600 ein wenig auch der Stil um. Oder genauer gesagt, es kommt ein neuer Stil zum alten Polyphonen, zum strengen Polyphonen-Stil hinzu. Claudio Monteverdi nannte das im Vorwort zu seinem fünften Madrigalbuch die Prima Pratica, die erste Praxis. Die zweite Praxis ist die der Monodie. Damit ist Folgendes gemeint. Das ist aus dem Lamento der Ariadne, ein Satz bestehend aus einer ausdrucksvollen Oberstimme, die also verrückte Dinge hier macht, sechs Sprünge abwärts. Oder eine erregte Rhythmik. Und dazu dissonante Bildungen, denn die Monodie, der solistische Vortrag von etwas Gedichtetem, entsprechend Komponiertem, war durch eine Bassstimme unterfüttert. So glaubte man, hätten die alten Griechen gearbeitet. Die Idee der Monodie war den Griechen abgeschaut oder das, was man dafür hielt, muss man genauer gesagt sagen. Ein Bass, eine Oberstimme, die miteinander Dissonanzen eingehen konnte, auch hier in die Septime gesprungen,
Warum? Weil der Text das erfordert. Der Text erlaubt Freiheiten vom alten Kontrapunkt, also so eine übermäßige Quinte. Naja, ich bitte Sie, wer schreibt denn sowas? Oder das Hineinspringen in die Septime. Hier, das tut man nicht, sagte die Großmutter von Monteverdi vielleicht, ja, als er klein war. Sowas ist verboten. Nein, man schreibt so, um den Text ausdeuten zu können. Die Seconda Pratica, Monodie plus affektbegründete Abweichung vom strengen Tonsatz. So, und wenn wir nun eine einzelne Oberstimme haben und dazu eine Bassstimme, dann reicht es doch eigentlich zu sagen, ich habe einen Basston, hier das D, und darüber wird ja wohl ein D-Moll-Akkord angemessen sein. Oder hier ein G, na, da schreibt der Monteverdi neben das G noch so ein B, dann weiß ich, greife ein G-Akkord mit B. Und hier schreibt er gar nichts. Das Zeichen hier in Klammern ist von mir, das Kreuz. Da ahnen wir, dass an einer Kadenz, hier oben haben wir die Tenorklausel, ein A-Dur-Akkord gemeint ist. Aber ansonsten brauchen wir nicht viele Hinweise, um zu einer Basslinie die richtigen Akkorde zu greifen. Das ist die Technik des Generalbasses. Gebe mir eine Bassstimme, da wo ich im Zweifel bin, gebe mir vielleicht noch kleine Hinweise und dann kann ich mit dieser Bassstimme allein und den wenigen Hinweisen eine Begleitung improvisieren. Kein obligates Accompagnato, kein verbindliches, sondern ein improvisiertes. Das ist die Technik des Generalbasses. Der Generalbass hat sich dann gehalten als aufführungspraktisches System bis Mitte des 18. Jahrhunderts. Wir sprechen auch vom Generalbass-Zeitalter, das dann mit dem Tode Bachs oder Händels ein paar Jahre später unterging. Als pädagogisches System sogar bis ins 19. Jahrhundert hinein. Also die Lehre, wie kann ich bestimmte Gestalten, wir sprechen von Akkorden, von Zusammenklängen, Dreiklängen, später auch Mehrklänge, Vierklänge, wenn Dissonanzen ins Spiel kommen. Wie kann ich diese kategorisieren oder vereinfachen, sodass mir eine Basslinie genügt und entsprechende Ziffern meistens oder Kreuze, das sehen Sie hier, um das Ding improvisatorisch, ohne Verbrauch von Notenpapier und ohne einen Satz festlegen zu müssen, improvisatorisch ausführen zu können. Naja, der Generalbass hatte nicht immer einen guten Ruf. Er wurde komplizierter, weil die Akkorde bei Bach wesentlich komplizierter waren als das, was man in der Renaissance, in der Spätrenaissance, im Frühbarock antraf. Erstens. Zweitens, man braucht ja immer noch Noten. Nicht? Man hat kein abstrahierendes System. Hugo Riemann fand den Generalbass ein wenig antiquiert. Heute denken wir schon wieder anders darüber. Wir sehen den Generalbass als angemessenes Verständniswerkzeug für die Musik eben der genannten Epoche, 1600 bis 1600, bis 1750 ungefähr. Aber das war damals anders. Man wollte gerne ohne Notenpapier abstrakt Harmoniefolgen festlegen können. Ja, was sind eigentlich Harmoniefolgen? Was ist Harmonie? Wenn Sie Harmonie sagen, dann landen Sie in der Esoterik-Ecke der Buchhandlung. Die Harmonie der Welt, die Harmonie des menschlichen Körpers, aber eben auch die musikalische Harmonie. Gemeint ist das Zusammenstimmen, sagten die alten Griechen, von verschiedenen. Ursprünglich das Zusammenhalten der Schiffsplanken bedeutete Harmonia, aber das Zusammenstimmen von verschiedenen, von drei verschiedenen Tönen, vielleicht sogar mehr, aber nur mit drei kriegen Sie einen Konsonantenklang hin, drei verschiedene, mehr geht nicht. Können Sie mal ausprobieren zu Hause, was Sie jetzt immer dazu nehmen, wird die Sache nicht besser machen, sondern dissonant. Ja, vielleicht dann aus mancher Hinsicht auch wieder besser, ja, klar. Aber die einfache, die klare, die deutliche Harmonie entsteht durch drei verschiedene Töne und nicht mehr. Das ist das Zusammenstimmen von verschiedenen. Erstens. Zweitens aber, wie verhalten sich solche Klänge im Nacheinander? Was folgt, Entschuldigung, auf diesen Klang bei Monteverdi, das hier? Wie kann man das erklären, was gut zusammenpasst? Das zeitliche Nacheinander ist die eine Dimension. Wie werden Dissonanzen miteinander verkettet? Werden dissonanzfreie Klänge miteinander verbunden? Gibt es da bestimmte Phänomene, Regeln und dergleichen? Die Amerikaner sprechen ja und die Engländer nicht von Harmonie als Zusammenklang. Die sagen Changes, wenn sie das meinen, was wir mit Akkorde meinen. Akkordfolgen sind das.
Changes, das Wechseln der Akkorde. Das legt den Fokus auf die zeitliche Dimension. Die Harmonie sagt eben auch, was folgt auf einen bestimmten Klang. Was kann da folgen, was darf da folgen, was wäre konventionell, was wäre ungewöhnlich. Eine vertikale Harmonie, die Harmonie des Zusammenklangs, eine zeitliche, eine horizontale, die Harmonie des Nacheinander. Das alles macht die Harmonielehre. Ja, und dann hat man gesagt, man kann ja vielleicht die Akkorde in einer Tonart anordnen. Was ist eine Tonart? Eine Tonart ist eine Tonleiter. Ich kann auf den Klängen der Tonleiter drei Klänge aufbauen und mit diesem Material als primäre Grundlage arbeiten, nicht mehr mit Intervallzusammenklängen, sondern mit Akkorden. Das sind natürlich auch Intervallzusammenklänge, aber aus einer anderen Perspektive. Oder ich sage, das sagt die Funktionstheorie, das eben bei die Stufentheorie, die sagt, ich habe hier eine Königin, das ist die Tonika, dann habe ich den Hofstaat in Folge, in Gestalt der Subdominante und der Dominante und alles ist davon. Nebendreiklänge sind von diesen Hauptfunktionen abhängig. Und so kann ich auch mit einer gewissen Logik ein System aufbauen. Die Systeme der Harmonielehre haben sich im 19. Jahrhundert entwickelt, so als vielleicht auch ein bisschen Auswuchs des technokratischen Denkens, der Industrialisierung. Ich brauche für alles ein abstraktes Konzept. Vielleicht ist das letztlich der Grund dafür gewesen. Und seitdem ist die Harmonielehre das Gegebene. Mit dem fängt man eigentlich an, dann tropft man hinterher den Kontrapunkt drauf. Historisch war es genau andersherum. Wir sind historisch vorgegangen oder eigentlich auch logisch vorgegangen, denn die Harmonielehre muss alles das jetzt huckepack erledigen, was wir schon kennen, nämlich Stimmführung. Die Harmonielehre besteht zu einem großen Teil aus Stimmführungsregeln. Die brauchen wir kaum noch, denn wir kennen sie bereits. Ja, wir werden die noch ein bisschen verfeinern müssen. So, und können uns dann über das Eigentliche kümmern. Und wir wissen, wie bestimmte harmonische Phänomene entstanden sind aus kontrapunktischen Systemen. Deswegen der Weg vom Kontrapunkt ausgehend zur Harmonielehre, später vielleicht wieder zum Kontrapunkt zurück, wenn man sich mit drei- oder vierstimmigem Kontrapunkt oder mehrstimmigem Kontrapunkt noch darüber hinaus beschäftigen möchte. Der Weg vom Kontrapunkt zur Harmonielehre geht über den Generalbass. Zunächst mal über die Idee, es gibt den Akkord als das Zusammenstimmen von verschiedenen, die Akkordfolge als zeitliche Harmonie. Der Generalbass ist eine Konsequenz dieser Erkenntnis, Akkorde, Dreiklänge sind wichtig. Erstens, zweitens, eine Konsequenz der Seconda Pratica, der neuen Praxis, wo man mit einer Bassstimme allein schon sehr weit kommen kann, wenn man Akkorde dazu greifen möchte und den Akkord als das Wichtige, als das Gegebene ansieht. Das 19. Jahrhundert wendet sich ein wenig vom Generalbass ab, in dem Sinne, dass sie neue Systeme hinzuerfindet. Und das ist die moderne Disziplin der Harmonielehre. Aber die Harmonielehre war nicht das Erste. Darüber muss man sich im Klaren sein. Und das, was wir hier machen, findet auch weniger in der Esoterik-Ecke der Buchhandlung statt, als in der praktischen Arbeit mit Klängen, mit ihren Möglichkeiten, mit ihren Spannungsverläufen, mit ihrem zeitlichen Nacheinander. Und mit dieser erschütternden Erkenntnis bin ich für heute fertig. Vielleicht schauen Sie gelegentlich wieder vorbei.